Oh, oh. Nicht drüber fliegen. So, wunderbar. Einmal aufklären, bitte. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe ein zweites Ziel. Tango Nummer 3. Hab noch einen. Macht 5. Ich sehe den Käufer. Passt auf, wo ihr hinschießt. Wir brauchen den Drecksack lebend. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Wollen wir nicht? Ich dachte. Okay, nichts passiert. Bum, 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 bum. Mist, der Käufer haut ab. Nein, macht er nicht. Der hat viel zu viel Angst. Coopere y todo saldrá bien. So, fangen wir an mit dem Verhör. Pero por favor, no me lastime. Ich bin Geschäftsmann. Boston Reed, wo ist er? Ich weiß es nicht, okay? Alles geschieht über Mittelsmänner. Ich bestelle was, er liefert und das war's. Bestellen und was? Menschen, okay? Männer, Frauen. Menschen. Was passiert mit diesen Leuten? Hängt davon ab, die Mädchen enden als Sexsklaven. Die Männer arbeiten. Einigen entnehmen sie einfach nur die Organe. Wissen Sie, was eine Niere wert ist? Heilige Scheiße, zahlen Sie bar? Normal, ja. Ganze scheiß Koffer voll. Normal? Hatte letztens ein Problem. Eine Einbestellung und ich hatte nicht genug Bares. Ich musste den Rest auf Ritz Konto überweisen. Der Hurensohn war sauer. Aber was soll ich machen? Ich brauche den Namen der Bank. So. Machen wir schon mal. Nicht, dass es nachher zu spät ist. Zack. Die Kontodaten. Sicher, ja. Ich schreib's auf. Dann lassen Sie mich, ja? Sie machen Ihr Ding und ich meins. Das Bild setzt sich langsam zusammen. Ich lade die Bankdaten an Bowman hoch. Damit und mit den Dörfern, die Reeds Leute im Visier haben, sollten sich solide Hinweise ergeben. So, und jetzt direkt mit der Luna-Untersuchung. Wir müssen das Bündnis zwischen Santa Blanca und Unidad irgendwie brechen. Setzen Sie in Media Luna. Beschaffen Sie Moment, ich fahre. Alles gut, fahr los. Schauen wir mal, wie viele Versuche wir diesmal brauchen. Hoffentlich nicht zu viele. Denn das wäre schlecht. Wegen dem Booster. Wie viel brauchen wir denn noch? Ja, noch gut die Hälfte. Aber mit Booster dürfte das gut machbar sein. Und wo kommt die Rakete? So. Da sind wir also wieder. Ist das alles? Wofür brauchen die hier oben Artillerie? Es ist der Kommandante. Ich wüsste mal gern, wo hier Artillerie sein soll. Die Rallye-Streifen fehlen, aber da ist sicher Power unter der Haube. Vermutlich. Und das hier ist ein Laster. Da ist nirgendwo Artillerie. Ich weiß nicht, wo die das immer sehen. Leutnant markiert. Scharfschütze. Oben auf dem Turm. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. So, das ist eigentlich das gesamte Gebiet, ne? So hoffen wir nur, dass die Leichen schnell genug despawnen. Nein, 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 Sniper. Nein, 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 Sniper. Aus. Halt, die werden dich sehen. Ich gehe in Position. Position. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Bin bereit. Drohne fliegt.
entsichert. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Toll. Oh, hey. Na du? Fuck. Und jetzt läuft wieder alles aus dem Ruder. Shit. Da kommen sie schon. Ich brauche Rebellenverstärkung. Warum hat das so lange gedauert? Warum habt ihr den denn nicht getötet? Brauche ich Rebellenverstärkung? Vielleicht ja nicht. Vielleicht kommen wir ja ohne aus. Abwarten. Mit dem sind's fünf. Verstanden. Brauche eine neue Position. Fuck. Hab mich gesehen. Okay, wir brauchen Verstärkung. Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Ich ruf. Hab Pakatari wegen Mörserfeuer angerufen. Die Rebellen schicken einen Aufklärungskommandant gesichtet. So. Schnell da hoch. Ah. Ich werde vom Lager eingehen. Ah. Verhören. Oh je. Erzähl mir was Schönes, sonst hast du dein Loch im Kopf. Tranquilo, tranquilo. Ich hab da was Gutes. El Comandante hat einen Santa Blanca-Leutnant gefangen genommen. Er holt Informationen aus ihm heraus. El Comandante sucht nach Schwachpunkten des Kartells. Wo ist dieser Kerl jetzt? In einem Konvoi. Auf dem Weg zum Konvoi. Bowman, wir haben das gewünschte Foto von El Comandante. So. Ich sehr schön. Mein Gott, ich kenn den. Sein Vater ist Verteidigungsminister in La Paz. Sieht aus, als hätten sie Miguel mit einem Geheimauftrag nach Medialuna geschickt, um Boliviens Kokainhandel zu übernehmen. Sieht aus, als hätten wir allen den Spaß verdorben. Die großen Jungs in La Paz werden nicht glücklich über uns sein. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Ich muss aus diesem Gebiet raus. Jetzt die nächste Mission anstarten, und zwar den Gefangenen. El Comandante transportiert einen Santa Blanca Gefangenen per Konvoi. Wenn wir ihn befreien können, wird der El Comandante in 0, nichts in die Pfanne hauen. Oh, ein Zug. Wir haben Verluste. Oh, schon wieder. Hat bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Halte durch, ich bin auf dem Weg. Gott verdammt. War das der Heli? Ja. So, das dürfte kein Problem werden. Ja, toll. Markiere Ziel, achte auf die Umgebung. Und wäre da nicht sowas. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie.
Moment, such eine gute Schusslinie. Okay, Ziel markiert. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Erledigt. Das war scheiße knapp. Zack. Die sehen ein bisschen nervös aus. Ist nur nicht sterben. Guten Tag. Komm schon, Amigo. Es sei denn, du willst hier bleiben. Wofür die Rettung, Culero? Oh nein. Nein, von hinten. Von hinten. Von hinten. Bist du artig? Shit. Wartet. Wo sind sie? Wo sind sie? Scheiß drauf. Eröffne Feuer. Tschüss. Zeichen. Pinche puto. Ich mach dich fertig, cabron. Ja, mach mal. Amigo. Wir müssen weitermachen. Shit. Lass mich gehen und ich zeig euch, wie artig ich bin, puto. Undankbarer Drecksack. Er darf weiterleben und nutzt seine Zeit, die ihm jetzt zusätzlich auf Erden verbleibt, damit seine Retter zu beschimpfen. Das ist doch mal was. Schade, dass die Autos hier keinen Boost haben. Komm, ich fahr auf der Straße. Ist zu langsam auf den Schienen. Miep, miep. Boop, boop. Boop, boop. Boop, boop, boop. Acevedo. Herzlich willkommen in Acevedo. Zur Linken sehen Sie den formschönen Dorfbrunnen. Das war der falsche. Das ist nicht der Dorfbrunnen. Falsch abgebogen. Da ist der Dorfbrunnen. Und eine Holzhütte aus Grobstahl. Ah, dann kommen wir raus. Sicario mit einer Minigun. Da, jetzt komme ich nicht hier weg. So, dann erzähl mal was. Listo. Was zur Hölle wollt ihr von mir? Bringt ihr mich um oder was? Liegt bei dir. Bist du bereit, dem Kartell eine Nachricht von mir zu bringen? Was willst du denn, dass ich sage? Sag dem Buchon, shit, sag's jedem, der zuhört, dass El Comandante abspringen will. Er sucht einen Weg, dem Kartell in den Rücken zu fallen. Was immer du willst, ich gehe. So. Nein, das wollte ich nicht. Erledigt. Wir sind hier fertig. Ziehen wir weiter. Ich wollte einsteigen. Ich glaube, mir hängt da was am Kühlergrill. Nein. So. Mission ist erledigt. Warum gibt es keine Punkte? Oder zeigt er mir die Punkte nur nicht an? Ja. Okay. Dann fehlt hier nur noch El Comandante. Das Kartell ist hinter da El unten gibt es ja nichts, oder? Jetzt können wir den Bastard ausschalten, nee, und selbst Wenyo ankreiden. Töten Sie El Comandante und schicken Sie mir ein Foto von ihm. Wird gemacht. Hat Pacatario mein Fahrzeug gebeten. Halt. Ich brauche das Auto. Aber ich krieg's nicht. Das ist schade. So.
Oh. Unidad.